Der Moor hat seine Schuldigkeit getan. Der Moor kann gehen. Der Moor kann gehen. Andrew Onuebo ist glücklich in Kiel. Mit Rassismus ist er erst einmal in Kontakt gekommen. Eine Mitarbeiterin, das war Azubin das mal, Laura, ist in die Küche gekommen und hat Chef, sie haben Besuch. Schönen guten Tag, euer Serge Menga. So bin ich hier gekommen, ich stand hier. Das war ein Pärchen, der schwarze Mann und seine deutsche Frau. Und ich habe beide freundlich gegrüßt. Und mein Gruß wurde überhaupt nicht erwidert. Und sofort sagt der schwarze Mann, Bruder, warum arbeitest du bei einer Nazi? Rein rassiger Arier. Gäste haben umgedreht und geguckt. Und ich habe gesagt, wie bitte? Und er hat sich wiederholt. Neonazi. Ich habe gefragt, warum arbeitest du bei Nazi? Und ich war noch ein bisschen perplex. Und seine Frau sagt zu mir sofort, wir wollen mit dir gar nicht reden. Holen Sie sofort deinen Chef. Alle Arier-Bullshit. Da könnte ich kotzen. Ich habe gesagt, ich bin der Chef. Beide haben gesagt, der schwarze Mann sagt zu mir, nein, du sollst gefährlich in deine Küche, in deine Spulecke verschwinden und holst sofort deinen Nazi-Chef. Denn ich glaube, du lebst in einer Welt, die es schon lange nicht mehr gibt. Ich habe gesagt, das ist Rassismus, was ihr beide gerade gemacht. Ich habe 2-3 Mal gesagt, dass ich bin der Inhaber und ihr habt mir nicht geglaubt und habt trotzdem weiter einen weißen Mann gefragt. Und da ist es scheißegal, ob ein Serge Menga jetzt mit einer deutschen Frau Kinder gezeugt hat oder nicht. Verstehst du? Wache aus deinem üblen Traum auf, Junge. Für ihn ist der Name ein Teil seiner Herkunft und Geschichte, auf die er stolz ist. Er wünscht sich in Deutschland einen unverkrampfteren Umgang mit dem Thema Rassismus. Das hängt davon ab, wie man sich stellt und gegen andere Menschen über oder gegen die Bewohner über. Und ich bin auch der Meinung, wenn man in ein fremdes Land kommt, A und O ist erstmal die Sprache zu beherrschen. Und dadurch kann man sich besser kommunizieren und dadurch kann man auch schnell integrieren. Das sind Sprüche von Nazis. Das habe ich von vornherein versucht und das hat mich bis heute nicht geschadet. Neonazi, dein Traum wird niemals zustande kommen. Weil ich arm bin, habe ich nur meine Träume. Die Träume breite ich aus vor deinen Füßen. Tritt leicht darauf. Du trittst auf meine Träume.